Hey ho, neue Folge Grillschanki unterwegs. Heute bin ich zu dem Event zum Grillstar gefahren nach Gütersloh. 3 Stunden 40 für 500 Kilometer. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Aber jetzt gehen wir dann erst einmal rein und gucken uns um, wer alles da ist, was alles abgeht. Schauen wir uns erstmal drinnen um, bevor hier die Hölle los ist. Hier, ja, wen haben wir denn hier? Den Jan. Den Klaus. Tag. Den Michael. Ja, richtig. Und? Alles klar? Ja, trinken hier Kaffee, gucke, Beweis. Der Kaffee ist immer gut. Zum Wachwerden. Ja. Ja, ne, schön. Ja, wunderbar. Schön gewundert, dass du hier bist. Über wie viele Kilometer bist du angereist? 500. 500. Weit weg, Wahnsinn. Sind als Tagesbesucher. Ja. Hauptsache Spaß. Wir nach Hamburg. Spaß, irgendwann, das denke ich auch. Spaß auf. Auf alle Fälle. Ja. Jo, und wer noch da ist, der Marco vom Ehrlichen Essen. Grüße! Hi! Mach mal den schönen Yam Yam Yam. Das ist gar nicht von mir, ne? Das ist gar nicht von dir. Das Intro, das ist von meinem ehemaligen Kollegen, aber ich kann es zumindest simulieren, dieses Yam 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 Yam. Aber es ist vom Kollegen Alex. Also kein ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Okay, haben wir wieder was erfahren. Ja. Die große Secret des Ehrlichen Essen. Alles, jetzt ist alles ausgeplaudert. Jo, volles Programm. Ja, wünsche dir einen schönen starken Tag heute. Ja, und dir auch. Ja, ich werde so ein bisschen den Kasper machen, wie immer. Schön. Also. Tja, hier haben wir noch jemanden. Ja, guten Tag. Oh, Esther ist auch vertreten hier. Ja, machen wir. Und natürlich wieder unser Jeffrey, der Dolly-Soßenmann. Hallo. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Laden. Ja? Na, hallo Leute, willkommen bei Gemüse und mehr. Heute gibt es Tofu-Sachen an diesem Stand. Dieses Tofu-Schwein hier, als extra für euch hier gezüchtet aus Tofu. Wenn ihr jetzt ein paar Tofu-Würste hier sehen könnt. Leute, der lügt euch an, da ist nichts Tofu dabei. Alle hier wieder bei der Arbeit. Und was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ein Probiererle. Hervorragend. Hey du Lümmel! Ich seh gleich einen Balken rein, Junge. Ja. Hey Jan, was machst du da Feines?
nichts Großes, einfach nur ein paar Wraps mit Bratwurst und Sauerkraut drin, ein bisschen Senfcreme, bisschen Fingerfood halt. Da fällt mir ein, ich habe da noch was für dich. Ach nee, das war die falsche Tasche. Weil du warst ja auch schon bei mir. Oh, vielen lieben Dank. Hast du auch von mir auch noch eine Tasse? Ja, danke schön. Ich mache aber gerade trotzdem mal hier weiter, okay? Ja, Johnny, was hast du da drauf genutzt? Ein Schwein. Das ist ein Schweinesteak. So, egal. Wir gehen los. Ich begrüße ganz herzlich. Hallo, Andreas. Hallo, mein Freund. Was machen wir? Ja, was machen wir heute? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich habe jetzt so, du bist der Hauptdarsteller der nächsten Dreiviertelstunde. Du weißt ja, wenn ich Grillshow mache, soll es immer die Leute... Die Sonne blendet heute, ich sehe fast gar nichts. Also, die haben jetzt vom Jörn so in einen Wrap eingewickelt, Würstchen, ich glaube Dolly Sauce und Sauerkraut. Keine Ahnung, probieren wir es einfach. Ach, heiß. Moment. Das muss ich mir wirklich mal besorgen, kann ich wirklich noch nicht. Problem ist, dass wenn ich irgendwo hingehe, wahrscheinlich sage ich, hätte gerne Sushi einmal frei. Werde ich wahrscheinlich Zwangs eingeben. Ja, das sieht gut aus. Ne? Jo, nächste Probierrolle. Ab in Hals. Ja, und da kommt schon das nächste Probierrolle. Machst du das richtig? Aber sowas von. Na her damit. Wir haben nichts mehr wirklich. Sofort nach, was wir jetzt haben, ist Kräuterbutter, könnt ihr auch probieren. Also heiß ist das. Ja. Das ist hier die Surf Garlic. Ich glaube hier jetzt einfach so ein Stück. Ah, hier sind noch Teller, wer möchte, oder? Heiß, heiß. Hier mehr dunkel. Ah, so lecker Pizza, das ist was Feines. Ja. Heiß, aber herrlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird heute ein Video voller Probiererle. Ja, Freunde, mittlerweile sind die nächsten hier eingetroffen. Der Thorsten vom Beef and Meat. Ja, und von dem anderen hier rede ich schon gar nicht mehr. Ja, der Stalker ist wieder da. Der Stalker, genau. Hilf mal, du Tati! Ja, und so sieht's aus, wenn der Veggie zum Bierträger herabgestuft wurde. Na, hilf mir mal. Rauscht. Ja, Gerrit, hast du ihn gefunden? Ja, der Veggie. Ich bin einfach verwirrt. Ja, wer ist denn das jetzt noch hier? Hey, hier, mit Nachwuchs. Die ganze Alien-Brut ist dabei. So, Leute, das Event ist vorbei. Es war ein sehr gelungenes Event, muss ich sagen. Das Frühlingsfest, Frühjahrsfest. Waren wirklich ein Haufen Leute da. Grillshow, Klaus, der Jörn von Udenheim Barbecue, Marco von Ehrliches Essen und so weiter und so fort. Einige andere waren noch da, die habe ich gar nicht mal alle gefilmt. Da war die Cam schon im Auto, leider. Aber ja, irgendwann konnte ich das Ding einfach nicht mehr mit rumschleppen. Ja, das nächste Mal, wenn ich hier auf sowas fahre, nehme ich wieder mein Mini-Pringel mit, ja, wie es der Johnny sagen würde. Das Ding habe ich dann einfach in der Tasche und dauerhaft dabei. Naja, egal. Auf alle Fälle war es sehr geil. Ich werde heute noch hier nächtigen. Und morgen früh dann heimfahren. Und wenn wir zu Hause sind, sehen wir uns ganz einfach nochmal zum Schlusswort. Mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Fahrt einwandfrei verlaufen. Auf der Hinfahrt habe ich gesehen, die haben in die andere Richtung Stau. Auf der Heimfahrt habe ich wieder gesehen, auch wieder in die andere Richtung Stau. Also habe ich mal Glück gehabt. Also sehr gut durchgekommen, Autochen hat durchgehalten, alles wunderbar. Das Wochenende war echt spitzenmäßig. Was die ganzen Teams
Leute da alles rausgehauen haben am Essen. Es war unglaublich. Also Hut ab, insbesondere auch vor der Grillshow, die ja wirklich von früh bis spät die Leute mit Essen versorgt haben. Ja, und jede Menge Freibier, was aber leider nichts für mich war. Und ja, es war einfach ein super Wochenende. Ich danke nochmal allen, ja, die mich angesprochen haben, die sich mit mir unterhalten haben, die das Video jetzt angeschaut haben. Ja, und dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als Leute, weiter so, und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.